willkommen zu der größten Schnitzeljagd. Heute geht es um die Wurst, beziehungsweise eigentlich um Hagam. Ich werde heute von zwei Teams verfolgt, und zwar einmal von Team Jung. Mit John und Demi. Ihr seid euch sehr sicher, dass ihr gewinnt. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, wir sind so hyped. Wir haben hier Team Mädchen. Ja, mit mir, mit Zoe und meinen Freundinnen Julia und Janina. Hier ist das Gewinnerteam. Ich habe 10 Minuten Zeit. Wir haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Da werden dann hin und wieder Bilder, Hinweise, alles mitkommen. Wir am Ende es schafft, durch die Ziellinie zu laufen. Wer gewinnt? Einen sehr, sehr krassen Preis. Ihr dürft alles nutzen. Ihr könnt mit dem Flugzeug fliegen, ihr könnt mit der Bahn fahren, ihr könnt laufen, ihr könnt euch ein Taxi holen, ihr könnt euch ein Auto mieten, keine Ahnung. Wer als erstes es schafft, zum Ziel zu kommen, gewinnt. Okay, ich würde sagen, 10 Minuten laufen. In 3, 2, 1, let's go! Okay, ich versuche jetzt echt wirklich direkt am Anfang so weit wie möglich wegzugehen. Geh direkt in den Bahnhof rein. Ja, wo rennt der hin? Ciao! Okay, let's go. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Aus dem Weg. Ich würde sagen, wir senden einfach mal ein Bild von den Schienen. Als ersten Hinweis. Und nochmal schön meine Fremdenheimer. Wunderbar. Wo ist er geschickt? Oh. Einfach nur Gleise. Hey, es könnte einfach überall sein. Nein, das ist einfach ein Gleis in dem Bahnhof. Deswegen müssen wir sofort hin. Let's go. Zum Bahnhof. Die Mädels gehen auch schon. Das Bild ist einfach nur ein Gleis, Leute. Keine Ahnung, wie wir das herausfinden sollen. Nein, das kann nicht sein, Digga. Sie jetzt Verspätung haben wir die Bahn. Ich muss jetzt hier weg, sonst sind die gleich direkt hier. Scheiße. Unauffällig! Achtung, wir müssen hier durch. Das könnte überall hier sein. Beide Teams haben den kompletten Bahnhof abgesucht, um mein Gleis zu finden. Hier sind wir richtig falsch. So, meine Vermutung ist, dass er auf die eine Reihenseite fährt. Mein Moritz Instinkt sagt mir das irgendwie. Moritz, willkommen. Plötzlich haben die Jungs aber die gleiche Glasflasche wie auf dem Bild gefunden. Oh mein Gott! Das ist genau da. Okay, wir sind zu 100% hier. Bei den Mädels hat es irgendwie ewig gedauert. Sie waren wirklich bei jedem Gleis und haben es einfach nicht gefunden. Irgendwann haben sie aber dann die anderen Jungs gesehen und dachten dann, komm, wir stellen es einfach dazu. Alter, wir sind jetzt 4-mal hoch und runter gegangen. Da sind die Jungs. Okay. Hallo, hier ist falsch. Ihr könnt gehen. Hier ist sicher nicht falsch. Doch, wirklich? Nein. Wo ist hier nicht mehr? Ihr müsst woanders hin. Währenddessen habe ich es Minuten davor geschafft, mit der Bahn noch abzuhauen. Ich habe ein ultra verwackeltes Bild hier geschickt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt den nächsten Zug nehme. Okay, weiter geht's. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Bahn. Die anderen sind auch in der Bahn. Leider riechen wir sie schon. Wie haben die das herausgefunden? Also vor allem, wären die bisschen später gekommen, wäre der Zug schon weg gewesen. Ja. Aber ich habe Angst, dass es ein Prank ist und jetzt Moritz sozusagen uns jetzt komplett in die falsche Richtung schickt. Aber ich glaube, so schlau ist er nicht, oder? Nee. So schlau schätzen wir ihn einfach nicht ein. Ich würde direkt wieder zurückfahren. Nein. Ja, ich glaube nämlich auch, dass er uns verwirrt. Während die Mädels ausgestiegen sind, wollten die Jungs direkt wieder in die Bahn einsteigen. Warum auch immer. Wir steigen wieder ein. Wir müssen. Okay, scheiße, sind wir auf den Fersen. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach direkt ein Taxi, weil ich habe richtig Schiss, dass sie jetzt gleich direkt schon hinter mir ankommen. Neue Nachricht. Nein. Doch, das Bild, was ich aus der Bahn geschickt habe, kam einfach zu spät bei den anderen an. Geh zurück. Nein, das ist richtig. Er ist auf jeden Fall rübergefahren. Er ist hierhin gefahren. Ja. Oh mein Gott. Und sie dachten, ich bin einfach wieder zurückgefahren, beziehungsweise waren einfach nur ultra verwirrt. Alter, ich weiß, er spielt mit uns. Währenddessen die Mädels schon lange auf dem Weg waren, mich zu suchen, standen die Jungs einfach fast 15 Minuten am Gleis und haben überlegt, wieder zurückzufahren. 100% wieder zurückgefahren. Also ich sag jetzt auf gut Glück, dass wir echt einfach immer zurückfahren. Und so standen sie weitere 5 Minuten und haben auf den Zug zurückgewartet. Leute, wir haben einen Hinweis, Zu den Brücken. Die Jungs dachten, ich bin zurückgefahren. Und die Mädels dachten nach dem Bild, dass ich an der Brücke stehe. Sind dann zu der Brücke hingerannt. Da ist die Brücke, wir gehen hin. Was natürlich auch komplett falsch war. Also beide waren völlig lost, was sie dann auch gemerkt haben. Also, wir sind jetzt gerade in der Sackgasse. Wir sind am falschen Gitter. Das Gitter hier ist grün, Leute. Jetzt müssen wir wieder runterlassen. Und wahrscheinlich zurück. Auf die komplett andere Seite. Ich bin auf der anderen Reihenseite. Bevor ich jetzt zum richtigen Ziel renne, geben wir den Leuten jetzt erstmal einen kleinen Vorteil. Und zwar mache ich jetzt hier einen Hinweis hin. Da hinten werden sie irgendwo mit der Bahn rumfahren. können Sie mich kurz filmen? Okay. Das Ziel ist echt super. So, das Ziel ist echt super. Mehr steht da nicht. Jetzt denken euch wahrscheinlich alle gerade, hä, was soll das sein? Aber denkt mal ein bisschen nach. Vielleicht checkt ihr es ab. Natürlich mit dem Hey-Klebeband, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Okay, ich weiß, die sind schon auf der Seite hier. Die sind schon auf der Seite! Wir müssen los. Achso, ja, danke fürs Filmen, meine Kamera. Okay, ciao, let's go. Aber davor sende ich dir noch einen Hinweis. So, vielleicht reicht es ja erstmal. Und durch den Hinweis haben die Jungs dann auch endlich gecheckt, wo ich bin und sind endlich von der Bahn weggenommen. Erst am Rhein. Scheiße! Oh mein Gott! Wie ich es gesagt habe, ich wusste, es ist am Rhein. Ja, wir zurück. Nein, das ist richtig. 100%. Die Mädels haben jetzt unter den Vorsprung, die sind hier schon runtergegangen. Moritz, wir holen den! Ich sende jetzt einfach mal ein Basketball-Emoji rein. Jetzt wissen wir, wie man das am Basketballplatz ist. Basketball. Fuck, der ist so weit weg. Aber trotz, dass die Mädels so einen Vorsprung hatten, sind die Jungs so schnell gerannt. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Sie haben die einfach eingeholt. Naja, man sieht auch, die Mädels laufen jetzt nicht so allzu schnell. Leute, was ist da los? Also, wir sind jetzt da.
Knast oder so. Zu den Basketballkörben. Ich gehe zum Basketball. Ich bewege mich elegant. Hier, wir sind schon so auf der Spur. Bin so gespannt, wer von denen als erstes das holt. Wer schlau ist, hat einen Vorteil. Aber da ist Johannes im Team, also naja, wahrscheinlich werden sie nichts damit anfangen können. Wir sind am Basketballplatz, Moritz. Wo bist du? Moritz! Das ist schön. Sie senden mir aber ein schönes Selfie beim Basketballplatz. Genau da, wo das Schild hängt, aber check es einfach nicht. Einfach nur toll. Ich chill jetzt hier eine Runde, bis sie den Zettel finden. Wie blöd kann man eigentlich sein? Toll. Die Jungs haben dann das komplette Gebiet abgesucht und haben alles gefunden. Außer den Hinweis. Leute, es war jetzt nicht so gut versteckt. Ich check das nicht. Weg, ist es nichts. Du Idiot, Moritz! Nennt er mich gerade wirklich Idiot, während das mir ein Selfie vor dem Hinweis geschickt hat? Ich hab nichts außer diese Brille gefunden. Moritz, hast du die versteckt hier? 100 Jahre später sind wir auch mal angekommen. Am Basketballplatz angekommen. Das gibt's doch einfach nicht. Jetzt senden die auch noch einen. Die stehen alle vor dem Basketballplatz, aber checken es nicht. Ist ja unglaublich. Checken alle, legt das dann. Hinweis liegt, ihr müsst eure Augen aufmachen. Ich kann es einfach nicht glauben. Sie schauen einfach genau den Basketballkorb an, wo nichts hängt und finden es einfach nicht. Wir suchen jetzt einfach nach Hinweisen. Das kann doch nicht wahr sein. Er ist direkt hinter euch. Ja, da ist es. Oh mein Gott, ja. Ich habe keine Ahnung, was die Jungs davor hatten. Sie haben da irgendwie so getan, als ob sie schon wissen, aber wussten halt eigentlich gar nichts. Wir wissen wo. Ja, wir wissen wo. Dann geht da mal hin. Ha, Freunde, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die das checken mit dem Basketballkorb. Ich bin jetzt hier irgendwo zu so einem Spielplatz gefahren, und weiß ich nicht, jetzt verwirren wir die einfach mal. Dankeschön fürs Film. Ich muss kurz, meine Freunde, wir spielen so komische Spiele. Das trauen sich kleine Kinder? Das ist so verwirrend, die werden gar nicht checken. Aber bevor sie das Bild gesehen haben, haben sie erstmal was ganz anderes entdeckt. Oh, das ist ein Haysticker. Das ist ein Haysticker. Oh mein Gott, oh mein Gott, nichts auffällig, nichts auffällig. Bombastic Side-Eye. Nicht so auffällig. Nicht so auffällig. Let's go! Let's go! Das Ziel ist echt super. Super, was kommt das? Warte, was ist das überhaupt? Ein P? Zune. Zune, super. Super. Eine Tankstelle? Ja. Nein. Irgendein Laden? Supermarkt? Nein, Kaufland. Ja, wo ist hier der Kaufland in der Nähe? Wo ist hier einer? Wild, dass sie das jetzt einfach gefunden. Mein Hinweis wurde gefunden. So, das scheint super. Der Witz des Jahrhunderts. Ah, sie schreiben super! Die Mädels wissen halt jetzt überhaupt nicht wohin, ne? Hä, wohin gehen die? Wohin gehen die denn jetzt? Na? Die tun so, als hätten die es. Ja. Dabei sind wir die Einzigen, die es wissen. Wir müssen jetzt in so einen Spielplatz am Rhein. An so einen Spielplatz, da muss es auf dem Klettergerüst. Naja, ich sende jetzt ein Bild von der blauen Wand, einfach nur um zu verwirren. Ich habe Lust auf die blaue Wand gerade. Oh, er hat noch ein Bild geschickt. Wir fahren jetzt erstmal so einen Spielplatz. Ich hoffe, das ist richtig. Dann haben wir gerade ein Taxi umsonst bezahlt. Die Mädels sind leider komplett auf die Verwirrung reingefallen. Und ohne den Hinweis rennen sie jetzt einfach zu irgendeinem Spielplatz. Ich bin ziemlich sicher, dass es der Rheinpark ist, weil da gibt es so ein ganz langes Klettergerüst. Nochmal neue Hinweis, Freunde. Das könnte hier sein. Das könnte halt wirklich ein Hinweis sein. Ich habe auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung geplant. Da hinten kommt was, auf das ich warte. Ah, mein Taxi ist da. Perfekt. Jetzt geht es mit dem LKW weiter. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Ich bin ja wirklich gespannt, wer hier mir auf die Schliche kommt. Das hört sich wirklich an wie ein Traktor. Ja, wie ein Traktor. Ich bin ja wirklich gespannt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Spielplatz ist. Das ist echt so eine Lok. Die haben dann irgendeinen Spielplatz mit einem Traktor gefunden und sind dann einfach dahin gefahren. Leute, ihr seid komplett falsch. Ich weiß genau, wo es ist. Das ist hier. Genau hier. Ich habe die Spinne gefunden. Ich kenne mich hier aus. Johannes hat Köln studiert. Und obwohl die Jungs den Hinweis haben, haben sie ihn komplett ignoriert und sind auch zu dem gleichen falschen Spielplatz gefahren. Moritz, wir kommen dich holen. Ey, wir sind echt gut, muss ich sagen. Nein, wir verkacken komplett. Und dann haben sie auch noch den Hinweis in die Gruppe reingeschickt. Weil sie dachten, ach, der bringt uns eh nichts. Obwohl sie die Lösung eigentlich schon hatten. Supermarkt? Nein, Kaufland. Bitte, Mädels, check ihr wenigstens ein bisschen den Hinweis. Das war das vom Basketballkorb. Ja, das war das vom Basketballkorb. Ja, das brauchen wir nicht. Was steht da drauf? Das Ziel ist echt super. Vielleicht ist der Spielplatz auch einfach super. Nein. Wir sind angekommen, Leute. Run, einfach rein. Hä, da oben. Ich hoffe, sie merken gleich wenigstens, dass sie komplett falsch sind. Warte mal, ist das auch wirklich der Boden? Guck mal bitte, der Boden. Ja, ist der. Nein, das ist er nicht. Das beste Taxi der Welt. Jetzt fahren wir nämlich zum richtigen Ziel. Ich bin so gespannt, ob die das gecheckt haben mit dem Super. Abfahrt. Ist das auch safe? Nicht, dass wir da jetzt hinfahren, dass wir dann 100% ist das ist der einzige Spielplatz, ist der einzige Spielplatz, der sowas hat in Köln. Johannes, der Profi. Dann let's go dahin. Ich bin ja wirklich gespannt. Sie haben dann auch endlich die Sprachnachricht angehört, wo man offensichtlich hört, dass ich nicht auf einem Spielplatz bin. Der Servus ist mein Auto. Super duper hier. Super duper. Ich habe so oft dieses Super Event, damit sie endlich checken. Leute, ich bin beim Supermarkt. Das ist wirklich super duper hier. Aber er hat dieses Super duper betont. Was heißt das? Ich glaube, ich weiß es. Was? Keine Ahnung, Digga. Natürlich. Also sind sie weiter zum Spielplatz gefahren. Hast du Moritz irgendwo gesehen? Bruder, du musst schnell fahren. Wir müssen ganz schnell zum Ziel. Kannst du ein bisschen auf die Tube drücken? Dankeschön. Wenn du Moritz gesehen hast, ruf an. Anstatt über den Hinweis super nachzudenken, haben sie über alles andere nachgedacht. Und irgendwas macht Moritz mit seiner anderen Hand. Das triggert mich. Was interessiert euch das? Naja, die Antwort wäre gewesen, dass ich einem Elefanten die Haare geschnitten habe, aber...
Denk doch ans Ziel! Hast du Moritz gesehen? Moritz, ein verrückter Junge. Mittlerweile waren die Mädels bei dem komplett falschen Spielplatz angekommen. So, wie klettert einer jetzt da drauf? Kein Zettel! Kein Zettel oder so? Auch nicht ganz oben. Was ein Wunder, ich war ja auch noch nie da! Kein Zettel! Scheiße! Da komm runter! Okay, wir sind angekommen beim richtigen Ziel. Alle fahren irgendwie falsch, keine Ahnung, was sie sich denken, was das ist, aber... Mein Gott, nein, die sind bei dem Spielplatz. Nein! Die sind bei einem anderen Spielplatz, der auch so ein Ding hat. Boah, der sieht ja voll cool aus, der Klettermast. Nur habe ich den leider noch nie gesehen. Die sind komplett auf dem Holzweg. Den Klettermast? Was? Nein, das ist ein bisschen falsch. Ja, das sind die falsch. Das sind die falsch. Nur habe ich den leider noch nie gesehen. Also, wir sind komplett falsch hier. Wow. Ich habe gesagt, das ist der nicht. Das ist das auch safe? 100% ist das. Das ist der einzige Spielplatz. Das ist der einzige Spielplatz, der sowas hatten können. Und dann habe ich einfach ein Bild von der Brücke geschickt, zu zeigen, dass ich nicht mehr auf dem Spielplatz bin. Aber das ist ja unter der Brücke. Das ist genau hier. Das ist genau hier. Und sie dachten, das wäre die Brücke neben ihnen und rennen da hin. Ich kann es nicht mehr glauben. Wie viele Tipps soll ich noch geben? Wir kommen! Wo bist du? So, Friends, wir sind schon wieder falsch gegangen. Gott sei Dank, sie haben es gecheckt. Dann geht endlich zu dem richtigen Spielplatz. Geht da endlich weg. Ja. Wir machen gerade eine Schnitzeljagd. Währenddessen die Mädels dann weiter rumtelefoniert haben und irgendwie diesen Spielplatz herausfinden wollen. Okay, ciao. Tschüss. Und jetzt suchen wir einfach noch nach weiteren Spielplätzen und hoffen, dass wir ihn vor den Jungs noch finden. Alle waren am Suchen nach dem einen Spielplatz, aber keiner hat ihn gefunden. Das ist nicht, das ist ja das, was die Mädels waren. Was machen die Mädels? Ich sag einfach nochmal super und vielleicht checken sie es ja endlich. Das ist der super. Ich weiß ja, da scheinbar irgendwie nichts gemacht. Das ist super. Er betont dieses super die ganze Zeit. Ja. Was hast du vor? Supermarkt. Ja. Und plötzlich hat Johannes auch noch genau den Spielplatz gefunden. Ich hab's doch hier unten, Humboldt Park, hier unten ist. Ja. Und da ist auch direkt ein Supermarkt in der Nähe. Kaufland ist da. Und eins? Zusammengezählt. Zwei. Willkommen, Moritz. Die Brille hat uns zum Ziel geführt. Die Jungs hatten es also und waren auf dem Weg, aber ich hatte ein Problem, denn das Ziel war noch nicht mal fertig. Der LKW wird jetzt ein bisschen verändert. Ist das geil. Cool ist, wenn das das coolste Ziel ist, was ich jemals gesehen habe. Mein eigener Helga am LKW. Man kann doch drauf kommen, dass wir vor dem Kaufland stehen, Leute. Was ist denn los mit euch? Ich stehe hier die ganze Zeit rum und warte. Das kann doch nicht sein. Ich habe gedacht, die sind schon lange hier. Ich bin jetzt echt gespannt, wer es als erstes checkt. Wir kommen, um dich zu holen. Oh nein, wir sind noch nicht mal fertig. Haha, super duper. Ich hab keinen Plan, was super duper heißt. Die Jungs waren auf dem Weg, aber die Mädels wussten ja noch gar nichts. Deswegen habe ich einen kleinen Tipp gegeben. Ich gebe euch den nächsten Tipp. Ich schreibe jetzt super plus den Anfangsbuchstaben meines Namens. Super M. Supermarkt, Idioten. Super plus M. Also Supermarkt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nach einem Kaufland in der Nähe. Nicht nur Kaufland, sondern wir könnten ja auch nach anderen Dingen noch gucken. Bitte nicht. Die Mädels sind dann wieder ins Taxi gesprintet, währenddessen die Jungs den Hinweis dann auch bekommen haben und sich dann noch sicherer waren, dass sie richtig lagen. Markt. Ja, Supermarkt. Wir sind richtig. Wir fahren zum Supermarkt. Köln-Kalk aber. Habe ich das richtig gehört? Sie fahren zum Supermarkt, aber zu dem komplett falschen. Der Kaufland neben dem Spielplatz ist ganz woanders. Warum sind sie nach Köln-Kalk gefahren? Sie sind auf einer Schnitzeljagd. Kannst du ein bisschen auf die Tube drücken? Das bringt auch nichts, wenn ihr in die komplett falsche Richtung fahrt. Wieso freuen wir gewonnen haben? Oh mein Gott. Beide Teams fahren also jetzt zu irgendwelchen Kaufländern. Aber ich wollte noch eine letzte Probe stellen. Und zwar ein Verwirrungsvideo, in dem ich zeige, dass ich jetzt wieder in eine Bahn eingestiegen bin. Aber in Wirklichkeit stand in dem Video als Text das Ziel. Und ich wollte wissen, ob sie vielleicht darauf reinfahren. Okay, wir verwirren jetzt komplett. Ich habe ein Fake-Video geschrieben, wo ich in eine Bahn einsteige. Oh. Bahn? Leute, wir haben gerade einen Hinweis bekommen von Moritz. Und zwar... steht hier ganz klein in der Ecke. Das Ziel ist der Kaufland und wir gehören jetzt dahin. Die Mädels haben sofort gesehen, aber die Jungs wollten wirklich umdrehen. Und deswegen habe ich noch eine Fake-Sparnachricht draufgesetzt. Wer als erstes am HBFS hat gewonnen? Wer als erstes am Hauptbahnhof hat gewonnen? Nein, das ist Verwirrung. Warum? Weil er es die ganze Zeit super sagt. Wer als erstes am HBFS hat gewonnen, das ist doch ganz klar. Nein. Am Humboldt. Verarscht, er will uns damit nur locken. Es ist, wir müssen zum Kaufland fahren, 100%. Das ergibt ja Sinn, H und B. Aber für was steht das F? Keine Ahnung, Digga. Leute, fahrt bitte einfach zum Ziel. Wenn die jetzt wieder umdrehen und zum Bahnhof fahren, das wäre so witzig. Doch plötzlich entdeckt Levin was. Am Spielplatz habe ich erkannt. Das Ziel ist der Kaufland. Das Video ist komplett fake und nur zur Verwirrung. Ja, wie ich gesagt habe. Ist richtig? Ja, aber, ja. Oh mein Gott! Nein, warte, wir fahren gerade zu dem anderen. Ja, wir müssen wieder ändern zum Humboldt. Er zeigt das ab zum Bahnhof. Ja, das ist auch fake. Wir fahren zum Kaufland Humboldt. Dann müssen wir das Ziel wieder ändern. Let's go! Ich freue mich jetzt gleich auf den Multimillionenpreis. Wir stehen bereit. Jetzt ist hier die Frage, wer kommt als erstes hier an? Die Mädels oder die Jungs? Werden sie es checken? Junge, ist das geil. Ich habe meinen eigenen LKW. Wie krank. Ich habe das Ziel offensichtlich in die Gruppe reingeschrieben. Es steht in einem Video drin. Wer jetzt als erstes kommt, der hat gewonnen. Junge, ich bin so gespannt. So, wir sind jetzt im Taxi. Wir haben keinen Plan, ob wir falsch, richtig oder gelost. Wir hoffen einfach, dass es das Ziel ist. Wir sind so viel rumgelatscht. Was erwartest du dir vom Ziel? Dass wir gewonnen haben und dass die Jungs eigentlich nicht vor uns haben. Oh mein Gott!
Leute, super nicht gecheckt. Supermarkt. Ich hab gewonnen. Ja! Ja! Echt? Denn die Mädels sind schon lange hier. Nein. Aber ey, die Mädels sind eine Minute hinter euch, ne? Eine Minute. Versteckt euch mal, was sind das denn? Ja. Leute. Ciao. Ihr habt's geschafft. Ihr seid die Ersten. Ja. Wie? Was? Ihr habt's geschafft, ja. Die sind nicht hier. Ja. Ja. Seid ihr bereit, euren Gewinn zu sehen? Yeah! Der ganze LKW ist voll mit Fahrrad. Levin, mach ihn auf. Es ist ein lebenslanger Vorrat von Helga. Können wir alle mitnehmen? Wie viel? Also, der ganze LKW ist voller Kartons, alles voller Helga. Hier runter. Alles unseres. Eine Dose könnt ihr haben als Trostpreis. Denn, meine Freunde, es gibt große Neuigkeiten. Berry Boom war ja wirklich mal wieder ein kürzer Ausverkauf. Ich glaube, das hat wieder nicht mal eine Woche gedauert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen es zurück in die Kaufländer. Wir haben uns einen eigenen LKW geholt. Wir liefern jetzt zu jedem Kaufland wieder neue Berry Booms, ganz Deutschland. Exklusiv und nur bei Kaufland gibt es die Berry Booms ab dem 30. März zu kaufen. Also Donnerstag. Und natürlich sind auch die anderen Sorten wie Wassermelone, Tropical und Spearmint wieder am Start. Rennt den Kaufland ein, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Okay, let's go! Okay, so einsteigen, wir müssen uns beeilen hier. Ah, was, soll ich fahren? Nee, dann kommt die Augenkombi nie an, wenn die Linie ja, drückt durch. Let's go. Ah. Das ging schneller als der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team ist am Start. Das ist das Hate-Team, ja. Jungs, wir müssen uns stärken. Ja, schönen guten Tag. Wir hätten gerne ein Taxi. Ja. Ja, bitte nach Köln-Port. Ja, genau, Köln-Port. Das ist genau das, was ich wollte. Ja, dahin wollte ich das Taxi.